Schönen guten Abend. Jede Erleuchtung beginnt mit der Selbsterkenntnis. Und ich hoffe, Sie kennen folgende Selbsterkenntnis nur aus den Filmen und nicht wirklich. Sie kennen die Runden bei den anonymen Alkoholikern, wo man aufsteht und sagt, mein Name ist Thomas Bachheimer, ich war Börsenhändler und habe Staatsverschuldung gehandelt und habe den Politikern geholfen, das Volk zu verschulden ohne dessen Zustimmung. So weit, so gut, aber ich hatte das Glück, dass ich Erweckungserlebnisse hatte, die mich geweckt haben, und ich bin seit 18 Jahren clean. Ich verdiene zwar jetzt nur ein Drittel von dem, was ich im Jahr 2000 verdient habe, aber es fühlt sich ganz gut an, weil ich clean bin. Ich möchte Ihnen diese Erweckung ein bisschen näher bringen. Das erste Erlebnis war, ich war mit einem Freund Autoverkäufer, nominell nicht hochgebildet, unterwegs. Österreich hat gerade den EU-Beitritt vollzogen und wir wurden überschwemmt mit Bananengrümmungs-, Tomatenfärbungs- und was weiß ich für Befehlen aus der EU. Und wir haben uns gewundert, wie geht das mit der Politik, warum machen die das und so weiter. Haben uns aber dann Gott sei Dank relativ rasch verlustiert in der wunderschönen Renaissance-Stadt Graz. Es ist eine Reiseempfehlung wert, der noch nicht dort war. Und sind dann am Hauptplatz gesessen, um 2 in der Früh, einige Bierchen intus, man sieht, sie trinkt gern Bier. Und diese Ruhe in einer wunderschönen Renaissance-Stadt wurde nur gestört von so einem kleinen Hund. Der hat gezittert, gebellt, im Juni in einer Sommernacht, einen Mantel angehabt, der Hund. Und mein Freund, der Autoverkäufer, zeigt zu dem Hund und sagt, das hat der Mensch aus dem Wolf gemacht. Sagt eigentlich schon alles. Braucht man ein neues Geldsystem? Ja. Schönen guten Abend. Nein. Wir machen natürlich weiter. Man kann das Ganze natürlich weiter vollziehen. 1971, wissen wir alle, ist im Geldsystem der letzte große Bruch passiert. Seitdem leben wir in einer freien Geldwelt, frei nicht für uns Bürger, sondern frei für die Politik. Was ist seitdem passiert? Das war der Kanzler 1971. Das hat der Mensch aus dem deutschen Kanzleramt gemacht. Muss man sich einmal vorstellen. Das war der Verteidigungsminister 1971. Das hat der Mensch aus dem deutschen Verteidigungsministerium gemacht. Wenn wir jetzt weiterdenken, dass andere Länder sich nicht verändert haben, weil die Damen werden es mit dem zu tun bekommen, das ist der russische Verteidigungsminister, der ist nur gleich wie 1971 vom Typus her. Ich weiß, der hat eine spezifische Vergangenheit, aber ich habe mit dem Herrn Professor Dr. Wilhelm Hankel ein Jahr zusammengearbeitet und der war ein großer Fan von diesen Herren. Dieser Herr gilt als anständiger Finanzwart in den 60er Jahren über das deutsche Vermögen. Ja, und das haben wir jetzt. Und ich versuche heute zu begründen, warum wir den Böbel in der Politik haben und warum wir alle unter der Degeneration von politischen Akteuren zu leiden haben. Das liegt nämlich eher am Geldsystem als an irgendwas anderem. Ich versuche, diesen Beweis heute zu führen. Das war Geld. Goldstandard, klar, das ist für mich die einzige Form von Geld, nicht die einzige mit einer Ausnahme. Das war auch Geld. Die deutsche Mark, ich möchte damit sagen, mit der deutschen Mark ist der beste Beweis, dass ich nicht wirklich ein gedecktes Geldsystem brauche, weil mit Disziplin, anständigen Menschen in der Bundesbank und einer großen Distanz zum Kanzleramt konnte man eine Währung führen, die ebenso elegant war wie ein Goldstandard. Das heißt, das ist die erste überraschende Nachricht. Ich vom Goldstandard-Institut sage, hätten wir wieder gescheite Leute, brauchen wir sicher keinen Goldstandard. Der Goldstandard ist nur dazu da, die schlampigen Akteure zu fesseln. Ja, und das ist heute Geld. Diese Frau bestimmt heute mehr über ihr Schicksal als das deutsche Finanzministerium, weil wir schon aus historischen Gründen und auch so wissen, dass Deutschland natürlich das Backbone der Erfolge dieser Frau ist. Je erfolgreicher diese Frau ist, desto ärmer werdet ihr. Das kann man mal
ist eine Theorie oder eine Hypothese, die ich jetzt einmal in den Raum stelle. Ja, wir werden alle zu Chihuahuas gemacht, wir wehren uns nicht mehr. Es liegt am Geldsystem. Ich werde versuchen, heute einige soziale und gesellschaftspolitische Aspekte und weniger volkswirtschaftliche Aspekte herausarbeiten, warum wir glauben, wir haben auch nicht die Wahrheit gefressen natürlich, aber warum wir glauben, dass dieses Geldsystem dringend reformierbar ist. Hier, 25 Jahre Ersparnis, meine Damen und Herren, vor 40 Jahren, ob man Lkw-Fahrer war, Gemeindebediensteter oder Steuerberater, das ist die Nachbarschaft in meinem Dorf, die haben alle solche Häuser gebaut. Das wurde aus 25 Jahren Ersparnis gemacht. Chihuahua-Häuser. Ja? Unten sehen Sie noch, der Durchschnittslohn, der Durchschnittsbruttolohn konnte 1970 4 Unzen Gold kaufen. Im Jahr 2000 8 Unzen und 2020 kaufen wir mit dem Durchschnittslohn 2 bis 2,5 Unzen Gold. Das hat der Mensch aus der Arbeitsleistung des deutschen Ingenieurs gemacht. Journalistisches Beispiel, weil die spielen eine große Rolle in der Degenerierung unserer Gesellschaft. Das war Journalismus in Deutschland. Wir kennen den Herrn. Das haben wir aus dem Journalismus gemacht. Dieser Herr ist mehrfacher Preisträger gewesen und wir sind dann alle draufgekommen, dass er nur gelogen hat. Wie die meisten Akteure, die euer Leben bestimmen, nur lügen. Ja, wir sollten eigentlich wieder eher zum Wolf werden und der Wolfsrudel bestellt den Schwächsten vorne sofort ab, wenn er schwächelt. Der muss sich dann hinten einreihen. In einer Chihuahua-Republik hast du halt 15 Jahre dann eine Wölfin, die eigentlich das Rudel nicht wirklich sicher durch Alaska führt. Ein Aspekt in diesem Geldsystem ist, dass die Zentralbanken natürlich mehr und mehr Macht bekommen haben. Und ich habe mit einem Zentralbanker gesprochen, es gibt ja auch sehr gute Menschen dort, muss man ehrlich sagen, sehr gescheite, der hat zu mir gesagt, die Zentralbanken arbeiten ohne theoretische Konzepte. Es ist aufgrund des Siegeszugs der Datenerfassung im vorigen Jahrhundert, die Computer, die Rechenleistungen wurden besser, Universitäten aus den USA haben die Denken übernommen, die Empirie ist immer stärker geworden. Man sammelt Daten, der Markus Kral sagt, die Daten sind aber teilweise falsch, die gesammelt werden. Und egal, ob gut oder schlecht, man hat sich immer mehr auf die Empirie verlassen, weil da kann ich was voraussagen, weil ich das Datenmaterial falsch oder richtig interpretiere. Aber wir alle wissen, seit den 40er Jahren gibt es keine echten neuen Geldkonzepte, Geldtheorien. Oder haben wir Modern Monetary Theory, aber das ist alter Wein in neuen Schläuchen, sozusagen. So entwickelt sich die Empirie, verhält sich zur Theorie. Beides ist natürlich wissenschaftlich wichtig. Beides sollte gleichgewichtet werden. Wir haben zwischen 1873 und 1944 Bretton Woods eher die theoretische Debatte gehabt und mangels Computerleistung, mangels Datenerfassungsmöglichkeiten die Empirie unten etwas vernachlässigt. Zuvor habe ich gesagt, die Gründe, warum die Empirie dann immer, Empirie immer stärker geworden ist. Und wir vernachlässigen jetzt die Theorie und vor allem in der Mitte habe ich da reingeschrieben, wo sind die großen Debatten? Wir können heute noch nachlesen, Hayek, Keynes, das war bei denen, die sich dafür interessiert haben, aber in den Medien zugänglich, wer was gesagt hat. Können Sie sich erinnern, dass wir eine geldtheoretische Debatte irgendwo haben? Wo diskutiert der Hans-Werner Sinn oder der Markus Kral mit Jens Weidmann? Das passiert einfach nicht. Das wird hinten auslassen, damit ja nichts kommt. Also das heißt, die Machtkonzentration wird dadurch gespielt, indem man
Debatten nicht wirklich spielt. Wir haben hervorragende Bücher, die ja empirisch widerlegen, was die Bundesbank sagt, was die EZB zum Beispiel sagt. Hervorragende Werke. Da hinten sitzt ein Autor, wir wissen das alle. Aber sie werden von denen dort nicht einmal im Ansatz diskutiert. Das ist beschämend irgendwie. Und dadurch kommen wir natürlich in eine Richtung in der Geldpolitik, wenn von außen keine Befruchtung kommt, die uns alle nicht sehr freut. Hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel, möchte ich noch nennen. Wir haben empirische Daten über das Bankensystem seit dem Jahr 2000, wie es sich verhalten hat. Wenn man es richtig, so wie der Krall sagt, richtig erfassen, könnte man gewisse, mittels Induktion, gewisse Theorien bilden. Hat das die Bundesbank gemacht? EZB gemacht? Nein, das interessiert die nicht. Wer hat aber eine Theorie gebildet? Leider, ich muss die so oft erwähnen, Markus, es tut mir leid. Wer hat eine Empirie gebildet? Mit dem schwarzen Schwanbuch, Markus Krall, ja? Da ist die Frage, stabilisieren Tief- und Negativzinsen die Bankenwelt? Und die Theorie dazu ist, es schaut nicht so aus, weil eben diese Tief- und Negativzinsen die Zinsmargenproblematik hervorrufen, beziehungsweise die Zinsmargen erodieren lassen. Ist komisch, wenn ich darüber rede, dass du da hinten sitzt. Und das ist jetzt die Theorie. Aber hier ist dann Stopp, weil man könnte diese Theorie überprüfen lassen über die Deduktion, aber das wird gestoppt. Ich weiß nicht, wie viele 100.000 Menschen das Buch gelesen haben, aber in der Bundesbank wird das einfach ignoriert. Das mit dieser Folie will ich eben das sagen. Da ist so eine Meinungshoheit, eine vorherrschende, über einen Stoff, nämlich das Geld. Das ist eine Katastrophe. Man kann eine Meinungshoheit haben von mir aus, ja, aber nicht über das Geld, wo jeder von uns ab 6 Jahren jeden Tag das in die Hand nehmen muss. Wir alle sind Währungsverwender oder Geldverwender. Nächste Theorie. Stabile Preise, weil darauf konzentrieren sich ja die Machenschaften der EZB. Stabile Preise sind die wohlstandsmaximierend. Ich würde eher sagen, nein, dynamische Preise, eine dynamische Wirtschaft bringt veränderte Preise mit sich. Stabile Preise können zu Vermögensverschiebungen führen, weil steigt die Produktivität, sinken die Kosten der Unternehmer. Bei stabilen Preisen werden die Margen der Unternehmer größer. Eigentlich müssten ja die Preise auch zurückgehen. Das ist passiert ja auch in fortgeschrittenen Goldstandard-Geschichten, wäre das auch passiert. Und hauptsächlich profitieren Unternehmer. Und jetzt stellt sich wiederum die Frage bei der Grundmaxime der EZB und auch der FED. Die FED hat allerdings auch noch die Arbeitslosen dabei, also als Zielvorgabe. Gibt es ein ökonomisches Modell, das sagt, dass stabile Preise wohlstandsmaximierend für alle sind? Wir könnten diesen ganzen Prozess, den ich vorher gezeigt habe, durchlaufen lassen und dann würden wir draufkommen, wahrscheinlich nicht. Muss ich mal schauen, wie ich... Das nächste. Ich komme vom Goldstandard-Institut. Gold ist Natur, natürliches Geld. Wir haben einen natürlichen Zinssatz. Der natürliche Zinssatz, es gibt verschiedene Definitionen, ist die Zinsrate, die ein Investor als Nettorendite aus einer Investition erzielt. Ich stelle jetzt eine Hypothese auf. Warum Draghis 2% Inflationsziel nicht erreicht werden kann? Weil ich brauche, um mittels Zinspolitik den Markt zu befruchten, brauche ich einen Spread zwischen Naturzins und Geldzins. Wir alle wissen, Cantillon-Effekt, ich senke die Zinsen, das Geld kommt in die First-Dealer-Hände, die kaufen Assets, die Immobilienpreise steigen. Grund für Münchner Speckgürtel zum Beispiel, wo ich mal gerne eine Fabrik hinbauen würde, wird unerschwinglich. Der Investor rechnet sich das aus und sagt, ich kann jetzt nicht mehr, trotz dieser tiefen Zinsen, kann ich da jetzt nicht mehr investieren, weil meine Rendite ist zu gering, dass sie das Risiko ausgleicht. Die Federal Reserve und auch die EZB berühren, Sie können das vergoogeln, sehr selten das Wort natürlicher Zins. Bei der St. Louis Fed habe ich aber was gefunden
Und das ist äußerst fragwürdig. Die von den Zentralbanken festgelegten Leitzinsen sind in den letzten 20 Jahren in vielen Ländern zurückgegangen, da der natürliche Leitzinssatz in diesen Ländern gesunken ist. Ein sinkender natürlicher Zinssatz verringert die Fähigkeit einer Zentralbank auf Rezessionen zu reagieren. Klingt gut. Aber ob das jetzt Ursache-Wirkung-Vertauschung ist und ob diese absichtlich ist, ist einmal dahingestellt. Spread weg, Tages 2% sind unerreichbar. Ich muss noch mal kurz zurückgehen. Es werden in diesem Umfeld jene Firmen bevorzugt, die natürlich wenig Grundstücke, Immobilien und wenig Arbeitnehmer haben, weil die durch die lange Zinstiefpolitik schon mit höheren Kosten durch Asset Price Inflation und so weiter belastet sind. Wer sind jetzt die Börsengewinner? Diese Firmen. Wie ich noch Börsenhändler war, hat es Caterpillar gegeben, Ford gegeben. Die haben alle riesige Anlagevermögen gehabt. Und in der Dotcom-Bubble war es das erste Mal, dass Firmen ohne Anlagevermögen eine höhere Börsenkapitalisierung hatte als sozusagen klassische normale Firmen. Und gerade heuer wiederum haben wir das wieder gehabt. Die heutigen Aktieninvestoren sind meiner Meinung nach Montessori-Schüler. Sie konnten das nicht sehen, sie sind in die Corona-Krise hineingelaufen, in die Maßnahmenkrise hineingelaufen. Aber die Schlauen von ihnen haben gewusst, die EZB holt mich da raus. Und sie hat auch wieder alle hinausgeholt. Und wenn man sich jetzt den Dow Jones oder S&P anschaut, kann man mal schauen, wer ist gestiegen. Und das sind genau diese Firmen, wo ich vorher gesagt habe, die mit wenig Anlagevermögen und wenig Arbeitnehmern und solchen Risiken, die sind die Superperformer geworden. Gleichzeitig habe ich eine Konzentration, ich zerstöre den Handel, es geht alles Richtung Amazon. Und gleichzeitig fördere ich noch meine persönliche Überwachung. Und das ist jetzt eine Nachricht, ob sie mir zusteht oder nicht. Wenn ich ein Investor bin und ich verstehe das, dass ich eine hohe Rendite suche, aber nehme ich wirklich, wenn ich ein paar Prozent oder ein paar tausend Euro mehr verdienen kann, nehme ich mir sowas ins Portfolio, wo ich gleichzeitig meine Schicht der anderen Unternehmer in Deutschland oder in Amerika schwäche, weil ich deren Konzentration stärke. Das ist jetzt eine moralische Frage. Ich stelle das jetzt einmal in den Raum, ich möchte keine Google-Aktie haben, die hilft, alle anderen zu überwachen. Ich möchte keinen Amazon haben, der hilft, dass mein Sportartikelhändler im Nachbarort stirbt. Das ist vielleicht etwas provokant, aber das sollten wir alle überlegen. Und alle, die sich über die Politik Sorgen machen, sollten aber hier anfangen, weil sie unterstützen ja diese Politik, die da jetzt passiert. Und wir alle sind da im Boot und wir müssen aufhören, diese Aktien zu kaufen, auch wenn sie super performen. Ich sehe gerade, ich habe noch 11 Minuten. Dann möchte ich zuerst zu den soziografischen Dingen kommen. Das Geldsystem, wie wir es jetzt haben, hilft dem Politiker, dass er statt budgetärer Staatsfinanzierung eine monetäre Staatsfinanzierung durchführt. Das heißt jetzt nichts anderes, wenn ich was versprochen habe 1970, musste ich es mit den Steuerleistungen bewerkstelligen können. Mit diesem Geldsystem kann ich das so machen, mit monetären Tricks, die kennen Sie alle, dass der normale Bürger überhaupt nicht draufkommt. Der normale Bürger, der früher Einfamilienhäuser gebaut hat und jetzt solche Chihuahua-Schachteln hat, wählt diese Menschen im Glauben, dass die ihm Gutes tun. Und es passiert genau das Umgekehrte. Das wäre in einem Goldstandard nicht möglich. Ich möchte nur erinnern, September 2015, wir schaffen das. Das Gros der Deutschen hätte das
sagen wir, anders gesehen und hätte das lieber anders gemacht, dieses Problem zu lösen. Und hätten wir in einem gedeckten, fairen, richtigen Geldsystem gelebt, wäre diese Flüchtlingskrise im März oder im Mai 2016 vorbei gewesen, weil die Kanzlerin hätte müssen die Steuern anheben, um diese 11 Milliarden Euro zusätzlich zu verdienen. Und eure persönliche Steuerlast wäre gestiegen und ihr hättet das dann beendet. Und unter diesem kamuflierenden Geldsystem können die Dinge machen, die sie sowieso auch zahlen, ohne Steuererhöhungen. Sie wissen das auch alles, aber man muss es immer wieder kompakt sagen. Man muss einfach, das ist einer der Gründe, warum wir ein neues Geldsystem brauchen. Dieser Politbetrug. Und kennen Sie den Herrn da drüben? Der war faszinierend, der war ein Hütchenspieler auf RTL, Rossocello e Blu, der hat immer so. Und das ist genau der Typus, der uns jetzt repräsentiert. Denn was passiert im freien Geldsystem? Es kommen die Politiker, die versprechen da alles. Ja, die versprechen da, ich zahle da eine Grundsicherung, ich zahle euch das und macht euch keine Sorgen. In Wirklichkeit zahlt das nicht, sondern er zahlt es für ein paar. Und die anderen müssen dann dafür ordentlich zahlen. Was passiert dann noch? Weil früher waren das ernsthafte Menschen mit Budget. Ja, die konnten solche Versprechungen nicht machen. Aber die sind, sobald das Geldsystem etabliert war und ein paar Jahrzehnte gelaufen ist, so ab 95, 2000, sind dann die anderen an die Hütchenspieler gekommen. Gleichzeitig verändert sich die Gesellschaft durch dieses Geldsystem, indem sehr viele Wählerschichten kollektiv korrupt geworden sind. Und die sagen, okay, die Grünen versprechen mir eine Grundsicherung, die Grünen versprechen mir frische Luft, die Grünen versprechen mir das und das und das oder auch andere Parteien. Ich wähle das. Bin jetzt kollektiv drinnen. Ich wähle den, damit ich von dem was kriege. Ich bin völlig in der Mitschuld. Und ich komme aus dieser Schuld dann nicht mehr raus, weil ich wähle den immer wieder in der Hoffnung, dass ich es kriege. Das ist kollektive Korruption. Und der korrumpierte Bürger, der in einem normalen Geldsystem niemals so korrumpiert werden könnte, wahltechnisch, ist ein wehrloser Bürger. Er kann nicht mehr raus aus dieser Schiene. Stimmenkauf, das ist die nächste Konsequenz, bringt schlechte Schulden. Wer aus Österreich in Deutschland auf der Autobahn fährt, in Westdeutschland, denkt sich, infrastrukturell reißen sie nicht mehr für die Deutschen. Gewisse Straßen, da legst wirklich als Österreicher die Ohren an. Ist eh klar, aber ihr braucht sie das Geld für jene, zumindest Abdeckung der Versprechen, die gemacht wurden. Stimmenkauf bringt Versprecher statt Macher, das wissen wir jetzt. Und Stimmenkauf bringt verantwortungslose Schurken, das musste ich leider hinzufügen, ich will nicht so reißen. Aber diese Menschen, die heute an der Macht sind, mitsamt den Medien, alles, was ich da so aufgezeigt habe, das ist eine verantwortungslose Gesellschaft und es ist mir noch immer ein Rätsel, wie das geht. Ich bin ein Österreicher, ich habe immer höchsten Respekt vor den deutschen Bürgern gehabt. Die sind gekommen mit den schönen Autos, die waren immer konkret. Was die gesagt haben, hat immer gepasst. Sie waren uncharmant, aber es war immer alles exakt, weil wir Österreicher, da sind immer ein bisschen herum. Aber, und wie das Bild des Deutschen, das mir als Kleinkind oder Jugendlicher geprägt wurde, wie kann der Deutsche diesen Wahnsinn mitmachen. Das 83 Millionen Ingenieure lassen sich das alles gefallen. Es ist sensationell. Wie das ausgehen wird, werden wir sehen. Ich möchte keine Prognose wagen, aber es gibt berühmtere hier in diesem Raum, die wissen eh schon, haben eh schon eine Wack-Idee. Weiter. Es ist ein neuer Absolutismus, der jetzt vorherrscht. Mit wir schaffen das, dass sie nur sagen konnte, weil sie das Geldsystem im Rücken hatte, hat sie an euch einen Befehl gegeben. Das ist im Gebäude der Demokratie nicht möglich. Demokratie heißt, wir sagen den gewählten Akteuren, was sie zu tun haben. Wenn der gewählte Akteur mir sagt, was ich zu tun habe, dann habe ich einen Absolutismus. Das ist absolutistisches Herrschen. Noch dazu so eine.
Das muss man sich einmal vorstellen. Und ich, leider Gottes bin ich jetzt etwas übersprungen, aber ich möchte noch zwei Sachen zeigen. Zentralbanken. Wir wissen alle, was das Konzept der Rule of Law ist. Rechtsstaatlichkeit. Die Gesetze im Großen regieren uns und niemand anderer. Der neue Absolutismus ist so, dass die Kanzlerin uns was sagt und sie hat ja Gesetz und Verfassung und Recht gebrochen, meinen einige Juristen. Ich kenne das deutsche Rechtssystem nicht so, aber darf ich so zitieren. Und die Zentralbanken sind praktisch frei von Rechenschaftspflicht. So, Zentralbanken sind perfekt fürs Rechtsstaatsmodell, weil sie die Macht vom Herrscher weglenken. Weil wenn der König die politische Macht hat und die Geldmacht hat, ist eine sehr Agglomeration da. Die Zentralbanken, im Zuge der Rechtsstaatlichkeit war das eine außergewöhnlich erfreuliche Entwicklung. Da hat man jemanden, wenn die Zentralbanken unabhängig sind, das Geldsystem weggebracht. Kann man sagen, ist erfreulich. Sie war die vierte Macht im Staat und hätte sich von der Politik getrennt. Und ich muss ehrlich sagen, 70er, 80er Jahre, die Akteure der Deutschen Bundesbank, die haben auch noch so agiert. Die waren relativ unabhängig, soweit ich es nachvollziehen kann, waren anständig und dadurch hat die Deutsche Mark keine Golddeckung gebraucht. Weil eben das so weit weg war. Jetzt haben die das ja übernommen, die Zentralbanken. Sie sind politisierend. Jetzt machen sie sogar den Green Deal quasi. Sie helfen, damit Deutschland grüner wird. Das ist überhaupt nicht in ihrem Mandat. Die machen Mandatsbruch. Die hätten eigentlich nur eine andere Aufgabe. Und mittlerweile ist es fast so weit, dass sie ja nicht nur auf Zuruf der Politik agieren, sondern wenn man hört den Namen Lagarde öfter in den Medien als den Namen des Finanzministers. Das ist schon umgekehrt, dass die Befehle teilweise von diesem Eurosystem an die politischen Akteure geht. Das Ganze passiert vor euren Augen. Das betrachte ich als kompletten Wahnsinn. Das passiert ja auch in Österreich. Aber nur wir sind keine Ingenieure. Ja, wir sind Skilehrer. Nein, aber es passiert auch in Österreich. Aber das ist der komplette Wahnsinn, dass derjenige, der eigentlich die Trennung vollzogen hat, dann Befehle empfängt und dann jetzt sich den drüber stülpt und dann noch die Befehle gibt. Und die Frau Lagarde sagt so, jetzt machen wir ein grünes Finanzsystem und wir steuern das alles Richtung grün. Das reicht sogar, der Herr Voss-Kuhle war ja nicht wirklich durch Individualität geprägt, der BVG-Präsident von euch. Die Urteile waren bis zum 5. Mai ja alle pro Euro gegen Volk. Und dann reicht's. Ich habe in der Früh einen Rundruf gemacht bei allen meinen gescheiten Freunden und auch jeder gesagt, na, der Voss-Kuhle macht wieder das Gleiche. Es war genau umgekehrt. Es war sehr erfreulich. Wir haben applaudiert in der Redaktion natürlich, wie das Urteil rausgekommen ist. Es hat nur einen kleinen Schönheitsfehler. Der Herr Voss-Kuhle ist 3 Tage später in Pension gegangen und wollte eigentlich nur sein Gewissen beruhigen. Das muss man mal dazu sagen. Wie lange habe ich noch? Sind wir schon fertig? Oder? Ja, dann ganz kurz. Also Sie wissen jetzt, diese gesellschaftlichen Auswirkungen, es kann natürlich sein, dass ich in gewissen Deduktionen falsch bin, aber im Großen und Ganzen die gesellschaftlichen Auswirkungen dieses Geldsystems sind noch viel schlimmer als die finanziellen Auswirkungen für die meisten. Weil wir haben jetzt unter so einem System zu leiden und stellen Sie nur vor, die politischen Akteure würden wieder gezwungen werden, nach budgetären Prinzipien diesen Staat zu führen. Es würde uns natürlich allen besser gehen. Ist wünschenswert. In welchem Geldsystem vermag ich nicht zu sagen, das vermögen wir alle noch nicht zu sagen, aber in einem Geldsystem und auch wenn es ein sogenanntes Kryptosystem von Zentralbanken ist, wird sicher nichts besser werden. Das wissen wir auch. Ich möchte aber auch noch hinzufügen, dass ich absolut nicht glaube, dass in diesem Jahrzehnt das funktioniert. Sie wollten ja schon 2012, 2013 das Bargeldverbot, alle Medien waren voll, aber sie hatten kein Ersatzmodul. Sie haben uns das Bargeld nicht gelassen, weil sie nett sind, sondern das TIPS,
hat einfach nicht funktioniert. Es war die Rechenleistung zu gering. Und da hat man jetzt die Kryptos aufkommen lassen und in diesen Windschatten möchte man rein. Und das ist ja natürlich ein Verpackungsschwindel, ein zentralisierter Krypto, den kann man vergessen. Meine Damen und Herren, zum Abschluss noch, ich hoffe, ich war ein bisschen überzeugend, welche gesellschaftlichen Dinge da passieren. Aber schließen Sie bitte einmal kurz mit mir die Augen und denken Sie jetzt an einen Willy Brandt, an einen Franz Josef Strauß und an einen Karl Otto Pöhl. Und dann denken Sie Claudia Roth, Jens Spahn und Christine Lagarde. Und ich glaube, diese sechs Namen allein sagen, wir brauchen ein neues Geldsystem und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.